Ihr seid auf der Suche nach dem passenden Gericht für den Super Bowl-Abend? Dann bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch, wie ihr diese super Touchdown-Sandwiches aus dem Dutch Oven bekommt. Mein Name ist Sören und ich begrüße euch heute hier aus der Grillschule bei grillstar.de. Ich zeige euch heute, wie wir ganz einfach super zarte Baby Back Ribs aus dem Dutch Oven hinbekommen. Passend zum Super Bowl. Was wir dafür brauchen? Ganz einfach. Baby Back Ribs, Bacon, Briochebrötchen, 3 Paprika, festkochende Kartoffeln, ein schönes Kellerbier darf natürlich auch nicht fehlen, Smoky Mustard Soße von Stockyard, ein schönes Rub von Blue Sock, und etwas Liquid Smoke darf natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir noch 3 Gemüsezwiebeln und etwas Cheddar. Die Soßen verlinke ich euch hier im Video. Als nächstes legen wir unseren Dutch Oven mit Bacon aus. Dafür brauchen wir unser Schneidebrett nicht. Das packen wir beiseite. Und schnappen wir uns unseren schönen Dutch Oven. In diesem Fall ist es ein Petromax FT6. Perfekt für Personenzahlen, ja zwischen 3 und 6 Personen, sage ich mal. Super. Ja, ein super gutes Produkt, verlinke ich euch auch mal hier im Video. Und ja, den legen wir jetzt mit Bacon aus. Wir legen den Boden mit Bacon aus, damit das Ganze nochmal schön Aroma gibt. Und natürlich, damit es nicht anbrennt, dadurch das Fett, was der Bacon dann von sich gibt, haben wir da eine schöne Schmierschicht. Wir haben es geschafft. Der Boden des Dutch Ovens ist mit Bacon ausgelegt und jetzt können wir weitermachen mit dem Schnippel. Dafür kommt der Dutch Oven weg, das Schneidebrett kommt zurück, unser gutes Messer dabei und dann starten wir mal mit den Zwiebeln. Jetzt schneiden wir unsere Zwiebel ungefähr so 5 mm dick, also ähnlich dick, wie man es benutzt bei Onion Rings. Dient einfach, ja, ich sag mal, der Struktur, weil wir das Ganze ja gleich schon ein paar Stunden im Dutch Oven haben. Und ja, die Zwiebel ansonsten zerfallen würde und dann würde es einfach nicht mehr den Sinn verfolgen, den wir uns wünschen. Jetzt sind wir fertig mit den Zwiebeln. Mir drehen die Augen, wie man hoffentlich nicht sieht. Damit legen wir jetzt nochmal unseren Dutch Oven aus. Den haben wir hier. Und diesmal nehmen wir uns einmal die Außenwände vor, um das Ganze dann quasi nochmal als eine Art ja, Aromata, aber auch als eine Art Schutzschicht zwischen dem Dutch Oven und dann nachher den Rippchen zu haben. Wir haben jetzt die Wände des Dutch Ovens mit den Zwiebeln ausgelegt, haben jetzt noch ein paar Zwiebeln über. Das ist auch richtig so, weil die packen wir nachher in die verschiedenen Schichten zwischen das Fleisch. Hier haben wir unsere 3 Paprika vom Anfang nochmal. Die schneiden wir jetzt auch in große Ringe. Schneiden wir dann in ähnlich große Stücke wie die Zwiebeln. Wir benutzen heute hier sehr schöne Baby Back Ribs aus dem einfachen Grund, weil die Baby Back Rippe oder halt auch Kotelettstück der Rippe genannt einfach magerer ist und ja, etwas mehr Fleisch an sich hat. Wie der Name schon sagt, stammt die Baby Back Rippe aus dem Rücken des Schweines, in diesem Fall ein sehr schönes Strohschwein. Die Silberhaut bei den Rippchen ist ganz wichtig, dass man die entfernt, weil die Rippchen halt sonst zäh werden. Wie man das Ganze macht, habt ihr wahrscheinlich auch schon oft gesehen. Einfach mit einem haushaltsüblichen Löffel. Wir gehen hier in die Seite rein, lösen das Ganze. Hier seht ihr schon, es geht wunderbar ab. Müsst ihr ein bisschen Kraft aufwenden, aber das ist alles noch im Rahmen. So, jetzt ist es wichtig, dass wir noch mal ein bisschen trimmen. Hier sehen wir, wenn ich es so rumhalte, ein bisschen besser, haben wir hier ein schönes, dickeres Stück an Fett. Das müssen wir jetzt einmal rausschneiden. Hierfür nehme ich dann eins unserer Dickmesser, verlinke ich euch auch mal in diesem Video. Wichtig ist hierbei, dass ihr ein scharfes Messer benutzt, damit ihr die Fasern hier nicht zerstört. Nicht, dass ihr es abreibt, sondern wirklich abschneidet. Das ist wirklich ganz wichtig. Wir haben unsere Rippchen jetzt so weit präpariert, dass wir mit dem Würzen beginnen können. Hierfür nehmen wir von Blue Sock ein schönes Rub. Sweet and Savory heißt das. Und das benutzen wir jetzt erstmal ordentlich.
Das Wichtigste beim Einrubben ist immer, dass man mit der Gewürzmischung nicht spart. Hier ganz getreu dem Motto, viel hilft viel. Richtig schön 360 Grad einreiben. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich bin ehrlich, da kriege ich schon direkt Bock. Unsere Rippchen sind jetzt gewürzt. Damit wir die auch vernünftig in den Dutch Oven bekommen, würde ich sie jetzt einmal halbieren. Ihr müsst bei euch zu Hause mal schauen, wie groß euer Dutch Oven ist. Wenn ihr natürlich einen FT9 oder noch größer benutzt, dann könnt ihr sie natürlich im Ganzen lassen. Wenn ihr aber zum Beispiel einen FT4,5 nehmt, dann ist es natürlich auch ratsam, diese zu halbieren, damit ihr sie nachher einfach vernünftiger stecken könnt. Das Ganze haben wir jetzt soweit vorbereitet. Jetzt können wir ans Stecken gehen. Hier haben wir unseren Dutch Oven, den wir ja gerade schon vorbereitet haben. Und bestücken diesen nun mit diesen leckeren Rippchen. Fun Fact an der Seite, die Wölbung ist deshalb, weil diese Rippchen halt vom Rückenteil des Schweines kommen. Hierbei auch wichtig, dass diese Wölbung nach außen kommt, weil wir sonst zu viel Platz verlieren. So sollte es am Ende auch bei euch aussehen. Jetzt wird das Ganze natürlich auch noch weiter befüllt mit unserer Paprika und unserer Zwiebel. Die packen wir jetzt schön hier zwischen, in die Zwischenräume. Nehmen wir uns eine bunte Mischung. Ist einmal schön für die Farbe, weil das Auge ist ja bekanntlich mit. Und gerade bei uns Grillern. Unsere Zwiebeln, die finden natürlich auch noch weitere Verwendung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Die können wir genauso hier überall mit zwischenpacken. Ruhig großzügig. Das gibt dem Ganzen halt noch mehr Aroma. Ja, und zum guter Letzt. Unsere Kartoffeln kommen in die Mitte natürlich. Können wir so ein bisschen Platz schaffen. Die packen wir hier schön rein. Und dann ist so ein FT6 auch ratzfatz voll, ne? Unser Dutch Oven ist nun befüllt. Jetzt nehmen wir hier unsere schöne Stockyard Smoky Mustard Soße. Geben diese hier schön über unsere Rippchen drüber. Auch ein bisschen hier über das Gemüse, einfach ein bisschen verteilen. Damit da überall ordentlich was dran ist. Nur so ein bisschen hier über die Kartoffeln, damit die auch ein bisschen Röstaromen entwickeln können. Ja, und was darf nicht fehlen? Natürlich unser Kellerbier. Das war auf jeden Fall nicht so geplant. Aber das ist nicht schlimm. Wir bei Grillster sind natürlich auch flexibel. Ungefähr 250 Milliliter, das ist in diesem Fall eine halbe Flasche Bier. Die geben wir jetzt hier schön rüber, über das Fleisch, über die Soße. Ja, und das an sich war es schon. Wir können jetzt hier noch mal ein bisschen nachhelfen mit Liquid Smoke. Wir haben unsere Rippchen vorher nicht gesmoked, das könnt ihr natürlich tun. Ihr könnt sie gerne vorher einmal eine Stunde im Smoker smoken. Wir haben es jetzt an dieser Stelle nicht getan und benutzen deswegen etwas von dem Liquid Smoke. Nicht viel. 4-5 Spritzer reichen schon und dann kann das Ganze auch schon heiß gemacht werden. Hier haben wir jetzt unser Granulat, welches wir jetzt benutzen, um den Kaminanzünder anzuzünden. Machen in die Mitte ein kleines Häufchen. Das Ganze dauert jetzt circa 10 bis 20 Minuten. Stellen unseren Anzünder hier wieder drauf, damit er schön von unten nach oben durchziehen kann. Unten ganz gut belüftet. Unser Grillanzünder ist in diesem Fall von Weber. Packe ich euch auch noch mal hier in die Markierung rein. Schönes Gerät, ordentlich verbaut und wir sehen uns gleich wieder. Die ersten Briketts sind nun fertig, die oberen noch nicht. Das ist aber auch so gewollt, weil wir ja gleich noch Briketts zum Nachlegen brauchen. Deswegen ist das zeitversetzte Durchbrennen der Briketts auch wichtig. 3, 2, 1. Hier haben wir jetzt unsere Briketts. Wie ihr seht, sind die schön durchgebrannt.
Wer sich fragt, was das für eine wunderbare Zange ist von Moesta, packe ich euch mit in die Beschreibung rein. Ich habe jetzt oben 8 Stück draufgepackt, jetzt packe ich hier unten drunter. Nochmal so ein bisschen verteilt, 5 Stück. Und auch hier wieder das Wunderbare an dieser Zange, man kann einfach unten drunter sich herschieben, ohne großen Aufwand. Das Ganze lassen wir jetzt 2,5 Stunden ungefähr garen. Wir schauen nach der Hälfte der Zeit einmal rein, wie sich das Ganze verhält. Das ist immer wichtig beim Dutchen, dass man so ein bisschen Gefühl dafür hat, wie das Ganze durchzieht, ob es vielleicht zu schnell geht. Man kann natürlich das Ganze jetzt auch mit einem Thermometer versehen. Der Einlass dafür ist auf der Rückseite des Topfes. Das brauchen wir heute aber nicht, weil, wie gesagt, 2,5 Stunden ist jetzt nicht so die Zeit, damit sich das Ganze lohnt. Es ist Halbzeit, das Wetter ist leider nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Deswegen haben wir hier unseren Pavillon, aber das soll der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Wir schauen jetzt nach, wie es aussieht. Das sieht doch vorzüglich aus. Wir hatten anfangs unseren Haufen Briketts, da hatte ich ja schon gesagt, dass wir so ein paar nehmen, nachher nochmal zum Nachlegen, das war auch gut so. Nehmen wir jetzt nochmal, weil sie halt schon so ein bisschen durchgebrannt sind und so zu sagen, nur noch als halbe Kohlen zu betrachten sind oder als halbe Briketts, haben wir jetzt nochmal ein paar nachgelegt, haben oben den ganzen Deckel so ein bisschen mit ungefähr 15 Stück nochmal belegt von den halb durchgebrannten Briketts und unten drunter haben wir nochmal dasselbe gemacht, dass wir so in Summe auf ungefähr 25 bis 30 von den durchgebrannten Briketts kommen, um dem Ganzen jetzt nochmal zum Abschluss jetzt nochmal einen richtigen Punch an Hitze zu geben, dass er jetzt auch nochmal ordentlich das Ganze durchschmoren kann. Ja, wir gucken uns gleich das Ergebnis an und freuen uns schon. Ja, die 2,5 Stunden sind vorbei. Wir schauen uns jetzt erstmal unser Ergebnis an, bevor es dann ans Anrichten geht. Halleluja. Wenn das nicht sexy ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir sehen richtig schön hier oben die Röstaromen, die Kartoffeln haben auch ein bisschen Bräune bekommen. Das Gemüse sieht super aus, die Flüssigkeit, da freue ich mich doch. Wir gehen jetzt wieder rüber in die Grillschule und schauen dann, was für Schönes dabei ansteht. Ich habe meine Handschuhe schon wieder an, ihr seht, wir sind in der Grillschule bei grillstar.de und wollen jetzt unsere Baby Back Ribs aus dem Dutchofen holen. Ich nehme jetzt hier ein Rippchen raus. Wunderbar gegart. Eins. Schaut euch das an. Wunderbar. Wenn ihr das riechen könntet, was ich hier rieche. Und jetzt der große Moment. Hier unsere Knochen, ihr könnt es so abnehmen. Einfach rausnehmen. Ja, nun geht es eigentlich ans Anrichten. Wir haben hier wunderbare geröstete Brioche Buns mit Curry. Und da geht das Fleisch an. Schneiden das jetzt ein bisschen. Und hier guckt euch das an, wie schön saftig das ist. Wir nehmen jetzt hier dieses wunderbare Fleisch, packen das einfach so auf unsere Buns drauf. Brauchen wir auch gar keine weitere Soße oder ähnliches, weil in diesem Fall ist das Fleisch der Hauptakteur. Wir haben eine richtig schöne Rippe vom Rücken, vom Strohschwein. Der braucht es auch nicht viel mehr. Wir nehmen jetzt hier noch aus unserem Topf die Gemüse, vermengt mit dem Bacon. Der Bacon hat es richtig schön aufgelöst. Hier sehen wir es richtig schön. Hat sich richtig ausgelassen. Und das packen wir jetzt so, wie es ist. Kartoffeln nehmen wir mal beiseite. So wie es ist, packen wir das jetzt hier zusammen.
Und schon ist euer Touchdown-Sandwich fertig. Und guckt euch das an. Das ist euer Touchdown-Sandwich, passend zum Super Bowl. Guten Appetit. Wir schneiden das Ganze jetzt nochmal an. Um den Geschmackstest dann natürlich auch zu vollziehen. Und ja, ich versuch's einfach. Also mit dem, zusammen mit dem ausgekochten Bacon, Zwiebel, Paprika, die Kellerbier, ja, der Kellerbier-Sud, wenn man so möchte, ist ein richtig fruchtiges Aroma, leichte Rauchnote durch unseren Liquid Smoke. Und ihr seht es an den Farben, es ist einfach wirklich ein Traum. Also es ist wirklich super lecker, da möchte man einfach nur weiter essen. Ja, hier haben wir unsere schönen Kartoffeln. Packen wir ein bisschen nebenbei, die kann man sich so wegsnacken. Und jetzt nehmen wir nochmal hier schön von dem Bacon. Schaut euch das an. Richtig auch schön mit dem Sud. Wunderbar. Jetzt kommt auch das gewisse etwas geriebener Cheddar, weil wir wären ja nicht in Amerika, wenn es keinen Käse gäbe. Und fertig ist das Touchdown Sandwich. Ja, das war's für heute von uns. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Nachkochen, viel Spaß auch beim Super Bowl gucken. Falls ihr keinen Super Bowl schaut, gar kein Problem, das Essen schmeckt ohnehin. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen hier im Home of Barbecue bei grillstar.de.